So, hallo, mein Name ist Jana Birker. Ich bin Forscherin am Institut für Interactive Systems and Data Science und ich beschäftige mich mit Erfahrungen und Experimenten und Simulationen und auch Videospielen, die vielleicht in verschiedenen Bereichen verwendet werden können. Ich bin sowohl im Bereich Datenanalyse interessiert, aber auch, wie wir Spiele dazu verwenden können, designmäßig, um zum Beispiel E-Learning-Applikationen interessanter zu gestalten oder Health-Applications. Meine These ist, dass Videospiele uns und die Welt um uns herum besser machen können. Videospiele haben immer schon einen großen Einfluss auf mich gehabt. Schon als kleines Kind, als ich noch nicht einmal richtig schreiben und lesen gelernt gehabt habe, bevor ich noch in den Kindergarten gekommen bin, habe ich schon Videospiele gelernt oder mit Videospielen gearbeitet. Und für mich war das einfach so toll, diese interaktiven Welten zu begehen und mir hat das extrem inspiriert. Und auch als kleines Mädchen damals habe ich dann einfach gesehen, ich möchte selbst solche Welten gestalten können. Und mir hat das irrsinnig inspiriert, dass ich durch solche kreativen Arbeiten mich selbst ausdrücken kann, und zwar durch die Informatik. Und das war für mich definitiv ein Grund, dass ich Informatik zum Studieren angefangen habe. Diese interaktiven, erlebbaren Gedanken, Welten auch für andere erlebbar zu machen. Also ich glaube, dass Entertainment-Medien wie Spiele einen immer größeren Teil unserer Gesellschaften und unseres Alltags einnehmen werden. Inzwischen, was die wenigsten wissen, aber die Spielindustrie macht weit mehr Umsatz als Hollywood zum Beispiel. Das ist den meisten gar nicht bewusst, aber das ist einfach ein Medium, was immer wichtiger wird. Und es ist wichtig, dass wir jetzt schon verstehen, was ist das Medium, wie können wir es nutzen, wofür können wir es nutzen, und wir müssen es einfach besser verstehen. Es darf uns nicht einholen, bevor wir das Medium richtig verstanden haben und auch richtig benutzen können. Ich glaube, dass es extrem viele Vorteile gibt in der Benutzung von Spielen und Virtual Reality Environments, damit man Elemente eben wie Lernen und Verstehen einfach besser machen kann. Wir selbst arbeiten gerade an einer Lernumgebung, die Spielelemente verwendet, aber nicht ausschließlich, sondern auch Virtual Reality, weil ich glaube einfach, die neuen Generationen sind mit diesen Medien aufgewachsen. Ich bin selbst in einer Generation, ich kenne eine Welt ohne Videospiele, kenne ich nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Aber das ist eine Generation, die jetzt in die Schulen kommt, in den Schulen ist, die nicht einmal eine Welt ohne Smartphone kennt. Und das sind halt für uns ganz neue Herausforderungen. Aber warum das als Herausforderung sehen und warum nicht eher als Chance, um diese Medien tatsächlich sinnvoll zu nutzen und auch diesen Willen, sich mit diesen Medien und mit zum Beispiel mit Videospielen auseinanderzusetzen und das positiv belegen. Zusammenfassend möchte ich einfach sagen, dass ich durchaus glaube, dass Videospiele das Potenzial haben, die Welt um uns besser zu machen, indem wir einfach Erfahrungen teilen und Erfahrungen erlebbar machen, um die Welt um uns zu verstehen und die Gesellschaften um uns besser zu verstehen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Spiele durchaus Potenzial haben, Sachen, die sonst irgendwie negativ belastet sind, wie zum Beispiel Lernen, interessanter zu gestalten, irgendwie attraktiver zu machen. Und da sollten wir ansetzen. Und das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Ja, also meine These zu diesem Kurzfilm ist, dass Lernen und auch die Lehre einerseits immer durchdringender wird und anschaulicher. Man bezeichnet das auch gerne als Immersive Learning, facetten- und perspektivenreicher und auch vernetzter. Und das Ganze auch noch entkoppelt von Raum und Zeit. Und wie wir uns das vorstellen, das möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video zeigen. Ja, so hat man also heute mal ganz einfach die Möglichkeit, mit einem Tablet und einem Stift eigentlich die Tafelarbeit mehr oder weniger zu ersetzen. Mit dem riesigen Vorteil, dass ich einerseits also mal einen Computer unter meinen Fingern habe. Das heißt, das ist alles digitalisiert. Ich kann dessen Vorteile tatsächlich also in der Lehre gut einsetzen. Und ich habe natürlich einen unschätzbaren Vorteil. Ich brauche mich also nicht mehr
mit dem Rücken zum Auditorium stellen, sondern ich kann sowohl die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt, also mit ihnen direkt interagieren oder auch jener, die hinter der Kamera zuschauen. Ja, aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Ne? Man kann jetzt natürlich hergehen und man bringt sich quasi in das Ort des Geschehens selbst hinein. Man kann also das einblenden und ich kann das noch einmal besser erklären. Also ich bin jetzt Teil also des Prozesses und auch die Lehrperson, nämlich ich, rücke wieder mehr in den Vordergrund. Ja, zuerst hat man kein Bild von mir gehabt und jetzt natürlich bin ich da und kann noch direkt, vielleicht möglichst real am Objekt das erklären. Ja, das ist natürlich dadurch bedingt, dass die Hardware immer billiger wird. Das heißt also, Lernvideos und Dinge zu visualisieren wird immer kostengünstiger werden und natürlich auch anschaulicher. Also man verspricht sich natürlich durch diese Form der Visualisierung, dass Dinge bei dem Lehrenden und bei dem Lernenden vielleicht für mich einfacher erklärbar werden und mir beim Lernenden das anschaulich ist und der es schneller versteht. Das heißt nicht, dass die Verarbeitungstiefe im Wesentlichen unbedingt besser wird, aber was besser wird, ist, dass wir durch die Visualisierung vielleicht das Ganze wesentlich verständlicher und einfacher erklären können. Aber das ist bei weitem noch gar nicht das Ende, denn man wird schnell drauf kommen, dass man mit Technologie auch in den Ort selbst eindringen möchte und das geht zum Beispiel mit Virtual Reality. Und hier sieht man dann, man kann sich in den Ort hineinbewegen und nicht nur die Perspektive wechseln, sondern sich mehr oder weniger an diesen Ort auch tatsächlich hinbegeben. Und jetzt bekommt man natürlich auch sehr schnell die Möglichkeit, vielleicht mit anderen noch zu interagieren. Das heißt, indem andere Personen natürlich auch so eine Brille aufsetzen und dann gemeinsam hier lernen, einen sozialen Prozess durchführen, indem sie also gegenseitig also sich kommentieren, austauschen, diskutieren und diese Dinge sich anschauen. Es gibt die These, dass die digitale Kluft ja kleiner wird, wenn man sich anschaut, etwa in Kenia, M-Pesa, das Zahlungssystem hat dazu geführt, dass jetzt erstmals viele Kenianer ein Banking-System haben. Sie können das mit dem Smartphone machen und da habe ich jetzt in letzter Zeit öfter die Aussage gehört, die digitale Technologie führt zu einer Demokratisierung des Wissens und zu einer weiteren Verbreitung der Kompetenzen. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich mir anschaue, wie das Kompetenzniveau von Jugendlichen im Bereich der digitalen Technologien ist, so stimmt es zwar, dass sie viele Anwendungen bedienen können, aber das tiefe Verständnis für die Funktionsweise, das sehe ich vielfach nicht. Also diese Digital Natives, die wir immer wieder gern zitieren, sind zwar groß geworden mit der digitalen Kommunikation, mit den IT-Technologien, aber sie haben nur Anwenderkompetenz und nicht wirklich Verständnis über die Funktionsweisen, die dahinter liegen. Wohingegen Personen, die die ganz frühe Entwicklung schon mitgemacht haben als Erwachsener, oft wesentlich besser verstehen, wie Computer aufgebaut sind, welche Verschlüsselungsalgorithmen notwendig sind, um etwas sicher zu übertragen. Ich glaube, hier spricht man von zwei unterschiedlichen Dingen. Die Kompetenz, Dinge anzuwenden und die Kompetenz, Dinge wirklich zu verstehen. Und wenn ich zugeben würde, dass die Anwendungskompetenz durchaus steigt, so sehe ich doch, dass das tiefere Verständnis kaum gegeben ist. Und dementsprechend glaube ich, dass nur eine kleine Gruppe in der Lage sein wird, die tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung auch selbst zu steuern und vollständig zu verstehen. Und dass dementsprechend die Kluft zwischen denjenigen, die über die neuen Geschäftsmodelle, die möglich werden, den Reichtum, den Wohlstand sozusagen abschöpfen und denjenigen, die das bloß anwenden und vielfach sozusagen diesen Geschäften ausgeliefert sind, ja, dass die größer wird. Die provokante Aussage wäre, eine Grundkompetenz in Robotik und künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren so wichtig wie Lesen und Schreiben. Das heißt, ich spreche da gerne von AI Robotics Literacy, die dann im Endeffekt eine Kulturtechnik sein wird.
das derzeitige Bild von Robotik und KI wird natürlich stark geprägt von Film, Fernsehen, Büchern, wo man dann immer sieht, dass Roboter Amok laufen und die Menschheit irgendwie unterdrücken oder unterjochen. Natürlich gibt es dieselben Geschichten für die künstliche Intelligenz. Wenn man dann weiterschaut in den Medien, gibt es auch die Horrormeldungen, dass die Roboter all unsere Jobs übernehmen oder auch, dass KIs sozusagen den Menschen arbeitslos machen. So schaut es eigentlich aus. Das wird uns vermittelt von Medien, Film und Fernsehen. Wie ist es aber in der Realität? Es ist natürlich so, dass Robotik und KI, diese Technologien, bereits Teil unseres Alltags sind. Man denke nur an all diese smarten Technologien, Helferlein wie eben Sprachassistenten oder autonomes Fahren und so weiter und so fort. Das heißt, das ist bereits Teil unserer Realität, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, was wir daraus machen. Und es ist ja so, dass wir natürlich in der Verwendung dieser Technologien schon recht gut unterwegs sind. Jeder von uns kann App bedienen, jeder von uns weiß ungefähr, wie autonomes Fahren oder wie man autonomes Fahren natürlich verwenden kann. Die wenigsten wissen die Konzepte dahinter. Was steckt dahinter? Was sind die Technologien dahinter? Was sind die grundlegenden Überlegungen dahinter? Das heißt, wir müssen wegkommen von einer Gesellschaft, die rein Technologie verwendet, hin zu einer Gesellschaft, die Technologie auch versteht. Also kurz gesagt, ich möchte die Blackbox öffnen. Blackbox ist jetzt so, derzeit Experte oder ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin stellt einen Roboter her oder eine App wird programmiert, dementsprechend die verwende ich, aber ich habe keine Ahnung, was da drinnen steckt. Das ist eine Blackbox für die meisten Leute. Ich möchte aber, dass diese Blackbox geöffnet wird durch die Vermittlung von diesen Grundlagen. Das heißt, ich kann reinschauen, wie funktioniert es, was ist die grundlegende Idee dahinter. Und wenn ich das weiß, kann ich einerseits natürlich bewusste Entscheidung treffen, will ich diese Technologie verwenden, andererseits aber auch, was sind die Implikationen dieser Technologie. Was sind die ethischen Aspekte, was sind die technischen Folgen, wenn ich diese Technologie verwende. Und natürlich auch, ich kann aktiv diese Technologie ändern. Ich kann selbst Ideen einbringen und diese entwickeln, in weiterer Folge natürlich. Und deshalb ist es eben wichtig, dass fundiertes Wissen in Robotik und KI, also AI Robotics Literacy, vermittelt wird, um einerseits dann auch die jungen Leute für die diversen Berufsfelder fit zu machen, für den Arbeitsmarkt, andererseits aber, wie gesagt, Chancen und aber auch Risiken und Gefahren dieser aufkommenden Technologien richtig abschätzen zu können. Das heißt, KI und Robotik verändern die Gesellschaft rasant. Mithilfe von AI Literacy wird die Gesellschaft besser darauf vorbereitet, sage ich mal. Die Entwicklung dieser Technologien schreitet natürlich extrem schnell voran. Es ist natürlich auch so, dass viele repetitive Tätigkeiten durch Maschinen, sei es Roboter oder KIs, ersetzt wird. Das ist einfach Fakt. Und es ist auch Fakt, dass wenn ein Roboter oder eine KI eine gewisse Tätigkeit besser ausführen kann als ein Mensch und vor allem diese Tätigkeit auch billiger ausführen kann, dann wird der Mensch wegrationalisiert. So ist es einfach. Aber Leute, die jetzt von klein auf, und von klein auf meine ich vom Kindergarten auf, mit den Ideen und Konzepten hinter diesen Technologien vertraut gemacht wurden, sind besser, die sind nicht perfekt darauf vorbereitet, aber sie sind besser vorbereitet auf diese Entwicklung und können dadurch eben, wie bereits vorher erwähnt, aktiv mitgestalten, aktiv entscheiden und auch kritisch die Technologien hinterfragen. Bei aller Liebe zur Technik und zur technischen Weiterentwicklung müssen natürlich auch ethische Aspekte berücksichtigt werden. Und das ist auch Teil von AI Literacy meiner Meinung nach, dass man neben technischen Details und Konzepten auch ethische Aspekte vermittelt, weil diese Leute, die wir quasi ausbilden, sind dann später dann die Leute, die diese Technologien entwickeln und eben auch dann diese ethischen Aspekte dort berücksichtigen. Also kurz zum Vorteil jetzt vielleicht zusammengefasst, würde ich sagen, die Gesellschaft ist besser auf diese schnelle Entwicklung der Technologien vorbereitet. Sie werden, oder die Leute werden dadurch nicht in einer Weise überrascht, aber auch nicht entmündigt und können dadurch sich selbst aktiv einbringen, aber natürlich auch kritisch hinterfragen.
Ja, die These lautet das süße Gift. Ich glaube, dass Entwicklungen wie Big Data und datengetriebene Geschäftsmodelle sich derzeit schneller entwickeln als die demokratisch legitimierten Rahmenbedingungen. Und das süße Gift bezieht sich ein Stück weit auf den Hunger von diesen Geschäftsmodellen, sich die Daten von Kunden als Gegenleistung anzueignen und damit weitere Erlösquellen zu erschließen. Und das süße Gift bezieht sich darauf, dass eben Leistungen angeboten werden, die durchaus attraktiv sind und die Kunden unzureichend reflektieren, welche Gegenleistungen sie erbringen, deswegen bereit sind und wenig sensibel sind, was mit diesen Daten angestellt wird. Die mangelnde Sensibilität der Nutzer, dass sie nicht richtig verstehen, was ihre Gegenleistungen sind. Sie waren früher gewohnt, dass sie eine Leistung in Anspruch nehmen und dafür einen Eurobetrag als Gegenleistung bezahlen müssen. Mittlerweile hat sich Leistung und Gegenleistung verändert. Sie geben eben ihre Daten oder ihre Aufmerksamkeit als Gegenleistung ab. Und genau das ist dann das Gift. Es passiert etwas unreflektiert außerhalb ihrer Wahrnehmung, was vielleicht nicht in ihrem Sinne ist. Und da müssen wir aufpassen, dass das technisch Machbare nicht all das im Moment umsetzt und tut und neue Strukturen schafft, an die wir uns alle gewöhnt haben, ohne dass wir entsprechend reflektiert haben, wollen wir das in der Form auch. Was man wahrscheinlich noch viel mehr einfordern sollte, ist genau das, was Sie vorhin auch schon gefordert haben. Wir sollten eigentlich den Nutzer ermächtigen, sich selbst seine eigenen Daten bewusst zu sein. Das passiert teilweise schon, wenn man sich auf Mobile Apps anschaut, dann gibt es immer, wenn ich eine neue App runterlade, welche Sensoren dort würden freigegeben, welche Services dürfen welche Daten austauschen. Das passiert inzwischen auch schon im Netz. Wenn eine Webseite auf Facebook zugreift, dann wird gefragt, darf man das publike Profil abrufen und die Freundesliste und so weiter und so fort. Und wir werden das zukünftig wahrscheinlich noch stärker standardisiert haben, denn wir müssen es auch tun, denn spätestens wenn das Internet der Dinge kommt, also ganz viele Sensoren überall im ganzen Raum, muss ich eigentlich vermutlich eine ID mit mir rumtragen, die mir sagt, dieses Gerät darf jetzt wissen, wer ich bin, dieses Gerät darf es nicht und dieses Gerät darf vielleicht auch noch wissen, wer meine Freunde sind oder ob ich, wie alt ich bin. Ja, nach unserer Diskussion bin ich gar nicht mehr so sicher, ob die Welt wirklich noch so schön bunt ist oder ob das nicht schon fast eine Drohung war, was Sie da beschrieben haben. Ich glaube, es ist aber rausgekommen, man muss sensibel bleiben und wir müssen es reflektieren, wir müssen gezielt damit umgehen. In den 90er Jahren war der Begriff Interaktivität eigentlich das Buzzword der Szene. Alles war interaktiv. Man denke quasi an den Siegeszug der Spielkonsolen, die dann kabellos wurden, die dann sogar mit Kinetics sozusagen optisch mit Bildinformationen, Videoinformationen funktionieren. Und es ist so etwas wie eine natürliche Interaktion entstanden bis hin zu dem Wischen von Displays, also die ganze Touch-Geschichte, insbesondere auf den Smartphones und auf den Tablets und Phablets. Das ist alles interaktiv und hat sich durchgesetzt. Der Weg zurück ist unmöglich, das wird eher weiterentwickelt, auch in Richtung Spracheingabe. Also das heißt, dass man dann tatsächlich über Gesten, wie das einige Smartphones schon können, die quasi Gesten richtig interpretieren, man schaut aufs Handy und solange man drauf schaut, wird der Bildschirm nicht verändert. Das heißt also abgeschaltet aus Energiegründen und so weiter. Also Interaktivität war eigentlich das Paradigma der Informatiker. Human Interfaces hat man quasi gebaut, nicht nur mehr mit Maus und Tastatur, sondern sozusagen mit allen anderen Möglichkeiten. Und die Frage ist, ob dieses Paradigma der Interaktivität an seinen Endpunkt gekommen ist. Das heißt also nicht, dass das verschwindet, sondern dass das jetzt eigentlich in eine andere Richtung gehen wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt und wir überlegen uns auch sehr genau, wie wir hier mitspielen können. Und zwar dieses neue Buzzword der Informatik heißt Relationship. Das heißt, man weiß das schon, jeder hat ein Smartphone bei sich, jeder hat dort seine persönlichen Daten bis hin zu Gesundheitsdaten, wie viele Schritte bin ich am Tag gegangen, wie schaut meine Pulsfrequenz aus, meine Temperatur und so weiter, bis hin zu wie lange habe ich geschlafen. Auch das kann mittlerweile sozusagen eine Uhr
so wie meine da, diese Gear 2, detektieren. Und das Smartphone bzw. in der Cloud werden immer mehr Daten über mich generiert. Das heißt, derjenige, der jetzt der Anbieter ist, weiß immer mehr über mich und erzeugt damit eine Beziehung, eine Relationship. Und je besser und genauer diese Relationship ist, desto besser kann ein System, können Algorithmen auch prognostizieren. Also das heißt, Predictability ist sozusagen das angeschlossene Paradigma. Es geht alles in die Vorhersagbarkeit. Das heißt, nicht mehr nur dieses von mir betriebene Interaktivitätsmuster steuert dann Applikationen, sondern Algorithmen steuern die Applikationen, und zwar im Hintergrund, also Ambient Computing, ohne dass ich quasi davon etwas merke. Die Voraussetzung für diese Art des Computings ist, dass wir ein Verständnis aufbauen über die Person oder überspitzt und philosophisch ausgedrückt über die personale Identität, die dahinter steht, das heißt über das Bewusstsein. Was sind die Alleinstellungsmerkmale einer bestimmten Person? Die Person interessiert sich für Musik, die Person interessiert sich für Philosophie, die Person interessiert sich für Informatik und die Person interessiert sich für Stricken, Häkeln, Pullover stricken oder so irgendetwas. Und jetzt beginnen Systeme, und zwar sehr genau, bestimmte Eigenschaften des Menschen zu parametrisieren. Warum ist das wichtig? Das ist ökonomisch wichtig. Wenn ich weiß, wo sind die Bedürfnisse im Sinne einer Maslow'schen Bedürfnispyramide, dann kann ich demjenigen oder derjenigen alles Mögliche verkaufen. Und wenn ich das im richtigen Zeitpunkt sozusagen noch einstreue oder langsam aufbaue sozusagen, dann kann ich mir relativ sicher sein, durch permanente Berieselung oder sozusagen Einengung auch des Entscheidungshorizontes, also indem ich zum Beispiel, wenn ich Computer spiele, immer wieder Werbungen sehe, auf die ich schon sozusagen polarisiert bin, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, na, eines Tages wird er das kaufen. Ich muss ihn nur lange genug quasi sozusagen damit berieseln. Dann wird es auch funktionieren. Und das ist auch nicht nur die Philosophie von Firmen wie Google und Amazon, sondern das geht jetzt ganz stark in die Breite. Und daher bin ich davon überzeugt, dass aufgrund sozusagen dieses neuen Relationship-Paradigmas einige Dinge, die uns wohl vertraut sind, verschwinden werden. Eine Sache ist zum Beispiel, die meisten, die ich kenne, haben als Homepage bereits google.at eingegeben. Die wollen gar nichts mehr anderes. Denn wenn sie auf einen Browser gehen, dann haben sie eigentlich das Bedürfnis, irgendetwas schnell zu suchen und schnell zu finden. Und Google ist natürlich da sehr, sehr gut. Aber die Frage ist, ob vielleicht dieses Suchen und Finden nicht relativ bald der Vergangenheit angehören wird. Denn wenn jetzt eine Suchmaschine im Sinne von Relationship und Vorhersagbarkeit ohnehin schon weiß, was ich suchen möchte, dann sagt vielleicht ein digitaler Assistent, mein Smartphone, bevor ich noch zum Suchen beginne, die Antwort. Und ich erspare mir das Eingeben in das Suchfeld. Aber noch interessanter wäre natürlich eine gute Schnittstelle für Text-to-Speech-Konversion, das heißt, ein Buch, das es noch nicht als zum Beispiel Hörbuch gibt, zum Beispiel ein wissenschaftlicher Artikel, der mir empfohlen wurde aus der Informatik-Community, dass ich mir den einfach vorlesen lasse. Und jetzt wäre es interessant, dass wenn ich jetzt mir einen wissenschaftlichen Artikel im Auto, bin natürlich mit Freisprecheinrichtung und so weiter wunderbar mit meinem Smartphone
verbunden. Auch also die Sprachqualität ist in einem K-Theater wunderbar. Dass ich dann, während mir dieses System Smartphone in Kombination mit einer guten Audioanlage im Auto einen wissenschaftlichen Artikel vorliest, dass ich dann einsteigen kann, dass ich unterbrechen kann, dass ich Fragen stellen kann, dass quasi sozusagen die Suchmaschine vielleicht sogar oder diese Relationship Engine mir vielleicht sagt, das ist jetzt alles uninteressant bis zur Seite 25, aber ich weiß ganz genau, ab Seite 25 ist genau etwas, was dich unheimlich provozieren wird. Das wird dich sozusagen intellektuell herbeuteln und ich bin mir hundertprozentig sicher, du möchtest darüber mit Professor Maurer, mit Martin Ebner und anderen darüber diskutieren. Und die große Idee der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, war immer, dass wir Computersysteme entwickeln, die die Menschen besser machen. Das heißt, intelligenter, smarter, aber auch friedlicher, friedfertiger. Mit der Computerei kann man in Echtzeit mit allen Menschen der Welt, die auch ans Internet angeschlossen sind, kommunizieren. Und ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass das auch funktioniert und dass uns insbesondere Computer gescheiter machen, schlauer machen, smarter machen. Man kommt schnell zu Informationen. Das Internet und die Computerei waren für mich immer sogenannte Intelligenzverstärker. Aber es gibt etwas Neues, und zwar nämlich, dass wenn wir als Individuen in der Welt beobachtet werden über verschiedene Systeme, dass wir als Individuen auch die Welt beobachten, nämlich genau das Umgekehrte. Und das heißt, und das ist auch legitim und gut, und auch hier sollte sozusagen ein neues Bewusstsein entstehen. Jeder von uns hat ein Handy, ein Smartphone, und da ist nicht nur eine Kamera drauf, da sind mindestens zwei Kameras drauf. Das heißt, ich kann relativ schnell mein Handy zücken und kann irgendetwas aufnehmen und kann damit einen Sachverhalt vielleicht sozusagen versuchen auch aufzuklären. Man denke nur an die Handyvideos von Einzelpersonen jetzt bei kriminellen Delikten, wo sofort jemand das Handy zieht und einfach den ganzen Sachverhalt mit aufnimmt. Und das ist aber dann für denjenigen, wo jetzt vielleicht zwei Meinungen im Raum stehen. Jetzt sage ich einmal, der eine sagt, der hat mir eine Ohrfeige gegeben, und der andere sagt, der andere hat die Ohrfeige zuerst ausgeteilt. Und wenn es dann sozusagen einen, unter Anführungszeichen, Videobeweis gibt oder mehrere Videos von unabhängigen Dritten, dann kann man vielleicht sozusagen der Wahrheit näher kommen. Wenn aber die ganze Gesellschaft auch quasi sozusagen jetzt unter Anführungszeichen mitfilmt, dann und es eine Solidargemeinschaft gibt, wo dann sozusagen die Wahrheit durch unabhängige Beobachter auch dargestellt werden kann, dann leisten wir damit einen Beitrag für eine bessere Welt. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen so etwas realisieren wie ein Ethical Computing, ein ethisches Arbeiten mit den Computern. Dass man sozusagen wirklich versucht, im Popperschen Sinne mit Hilfe von Computersystemen das Leid in der Welt vermindert. Ich glaube, dass tatsächlich durch dieses Ethical Computing die Welt lebenswerter und besser wird. Und dass jene, die ganz natürlich, alte Menschen zum Beispiel, jetzt irgendwo in eine Nachteilswelt kommen, weil sie weniger mobil sind, weil sie Schmerzen haben, weil sie krank werden und so weiter, dass wir durch Informations- und Kommunikationssysteme hier die Welt verbessern können.
wenn wir in gesellschaftlichen Perspektiven denken wollen, dann müssen wir sagen, ja Leute, ihr hattet eure Zeit und jetzt ändert sich die Zeit und jetzt müsst ihr schauen, wie ihr mit der neuen Zeit umgeht. Ja? Lustigerweise gibt es solche Instanzen in der amerikanischen Rechtsprechung rund um verschiedene Probleme, zum Beispiel, wie es darum ging, dass früher war Eigentum an Land so definiert, dass ich habe hier einen Quadratmeter Land und mir gehört alles bis in die Unendlichkeit oberhalb von diesem Quadratmeter Land. Ja, alles, was, das war damals noch sehr naiv und vorwissenschaftlich gedacht, das geht einfach bis überall hin. Und wenn jemand auf dem Nebengrundstück einen Turm mit 5000 Meter Höhe baut und dann über mein Grundstück drüber, dann darf ich mich darüber aufregen. Ne? Und dann ist es halt passiert, dass Flugzeuge geflogen sind. Und ein Bauer hat geklagt, weil seine Händel den Flugzeugen nachlaufen und in eine Mauer hineinlaufen und sterben. Und der Richter hat damals gesagt, ja, ich glaube, wir müssen unsere Vorstellung davon, was Grundbesitz ist, ändern. Weil mit Flugzeugen funktioniert das so nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ein Flugzeug, das in unser aller Dienst hier von A nach B fliegt, 25.000 Mal um Genehmigung ansuchen muss, damit es das überhaupt tun kann. Daher endet der Grundbesitz einfach in einer gewissen Höhe und Schluss. Ja? Und ich glaube, sowas brauchen wir heute auch. Wir müssen sagen, ja Leute, eure Vorstellung davon, wie die Verwertungsrechte organisiert waren, war valide, solange es um gedruckte Bücher, um gemalte Bilder, um gefilmte Filme auf Zelluloid ging. Im Digitalen funktionieren sie nicht. Und jeder Versuch, sie zum Funktionieren zu bringen, scheitert elendiglich, ja, macht alles nur noch schlimmer. Daher müssen wir uns überlegen, wie das neu ist. Meine provokante These zur Informationsgesellschaft oder zur Informationstechnologie ist, dass ich glaube, dass in 5 Jahren, vielleicht auch erst in 10 Jahren, das Recht auf Vergessenwerden durchgesetzt ist. Dahinter steht das Recht auf die eigenen Daten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, jeder Mensch hat ein Recht auf seine Daten. Das ist sowas wie meine Wohnung, mein Auto, mein Haus, was auch immer, meine Zahnbürste. Das gehört wirklich mir, meine Daten gehören mir, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass ich auch ein Recht haben sollte und haben muss, darauf zu bestehen, dass auf bestimmten Datenträgern Daten von mir drauf sind, dass diese Daten auch wirklich gelöscht werden. Das ist mein Recht, die gehören eigentlich mir. Da kann ich nochmal so oft auf dieses Anrecht verzichten. Ich glaube, dieser Verzicht sollte mit einem Ablaufdatum versehen sein. Das heißt, nach einer gewissen Zeit sollte dieser Verzicht aufgehoben werden und es soll wieder ein Recht bestehen, dass bestimmte Daten von mir gelöscht werden. Ja, also wie wir wissen, befinden wir uns in einer digitalen Gesellschaft, nicht erst morgen, sondern heute. Wir alle kommunizieren sehr viel digital, wir schreiben E-Mails, wir schreiben uns auf WhatsApp, auf Signal, auf Facebook, sowohl privat als auch beruflich. Und wie das so ist, sind die meisten Messenger heutzutage ja verschlüsselt, das heißt sicher. Jetzt ist aber so, dass nicht nur wir die Dienste benutzen, sondern auch irgendwelche Kriminellen und Terroristen und sonst wer. Und deswegen Polizei und andere Ermittlungsbehörden ein großes Interesse haben, weiterhin in der Lage zu sein, diese Kriminellen zu überwachen. Und unsere These ist eben, dass dies nicht möglich ist, ohne die IT-Sicherheit für alle anderen auch unsicher zu machen. Wir sehen derzeit auch schon in anderen Ländern ein bisschen extreme Auswucherungen von dieser Überwachung. Bekanntes Beispiel ist in China dieses sogenannte Sozialkreditsystem oder Social Credit System. Das ist ein sehr umfassendes Überwachungsprogramm, das derzeit noch in der Testphase ist, in mehreren verschiedenen Varianten. Und wirklich der Versuch ist, durch umfassende Überwachung und Big Data Analyse jeden Bürger zu beurteilen. Also nicht mehr nur Verdächtige, sondern jeden. Und die einzelnen Bürger haben dann teilweise gravierende Vor- oder Nachteile, je nachdem, wie gut ihr Credit sozusagen ist. Das wäre so eine Ausbaustufe, in die sie das quasi auswuchern kann, wenn man es zu sehr akzeptiert. Also in Zusammenfassung, es ist schon verständlich, dass man sich so etwas wünscht, solche Überwachungsmöglichkeiten. Und das mag auch in einzelnen Fällen wirklich Vorteile haben. Aber als Ganzes für die Gesellschaft ist es vielleicht zu hinterfragen. Früher wurde sehr viel Software von sehr wenigen großen Firmen gemacht. Und jetzt gibt es immer mehr so Start-up-Kultur oder kleine Unternehmen, die Geräte herstellen, die irgendwie Software drauf haben, in einem Netzwerk hängen und so weiter, sei es jetzt
schlauer Kühlschrank oder was auch immer. Und da sind die Risiken schon sehr groß oder der Impact, der potenzielle, ist schon wesentlich größer. Und es ist schwieriger sicherzustellen, dass die Software wirklich sicher ist, weil es nicht nur ein paar wenige große Firmen gibt, die diese IT-Sicherheitsabteilung leisten können, sondern es wird viele kleine Nutzer geben, die jetzt vielleicht nicht die umfangreiche Expertise haben, auch wenn ich natürlich hoffe, dass die Informatikstudenten sie zum Beispiel erwerben. Und umso wichtiger ist es jetzt für uns als Forschende auch, Systeme zur Verfügung zu stellen, also Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel, die möglichst geringe, wie soll ich sagen, wo es möglichst leicht ist, sie sicher umzusetzen und nicht versehentlich dabei Fehler zu machen. Also es müssen viele Parteien mitspielen, die Lösungen grundsätzlich mal entwickeln, diejenigen, die sie dann in Programme einbauen und verbreiten und diejenigen, die sie dann nutzen. Ja, das habe ich eigentlich schon angesprochen. Es wird so sein, dass der Arzt viele Daten von uns schon hat, daher besser in der Lage sein wird, eine bessere Diagnose zu stellen und auch eine frühzeitigere Intervention durchführen zu können, in vielerlei Hinsicht und vor allem bei chronischen Erkrankungen, nicht bei akuten Erkrankungen. Wenn ich mit dem Rad jeden Tag zur Arbeit fahre und dann passiert irgendwas, das ist nicht vorhersehbar. Klar, man kann vorhersehen, dass jemand, der mit dem Rad zur Arbeit fährt, vielleicht ein höheres Risiko hat, als jemand, der mit zu Fuß fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber dazu werde ich immer ein Medizinsystem brauchen, das auf akute Erkrankungen ad hoc und gut reagieren kann. Also das lässt sich nicht vorhersehen. Aber andere Sachen lassen sich schon vorhersehen und für die können wir Vorsorge treffen. So gesehen wird für einen Teil der Erkrankungen der Arzt in der Tat schon wissen, dass Probleme bevorstehen und er kann eigentlich im Prinzip schon auf mich zukommen, genauso wie es in dieser Frage formuliert ist. Und wir können vorher schon an einer Prävention arbeiten. Der Ansatz geht also weg von einer behandlungsorientierten Medizin zu einer vorsorgeorientierten Medizin, wo ich im Prinzip verschiedene Stufen der Vorsorge implementieren kann und dazu brauche ich Informationsmanagement. Also nur eine entsprechende IKT-Infrastruktur gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft eine Vorsorge, individualisierte Vorsorgemedizin zu realisieren. Also ich glaube, aus unserer Branche gesprochen, dass wenn sich nicht relativ bald in den kommenden Jahren eine klare Trendumkehr entwickelt, dass wir auf eine fulminante Ressourcenkrise zukommen. Und die noch genauere These ist, dass er sagt, dass die IT ganz großen Anteil daran haben wird, die IT-Branche als Ganzes. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, sagen wir mal so. Also Tatsache ist, dass die IT-Branche eine der größten weltweit ist und es geht darum, dass einzelne Geräte einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben. Also ich sage eine schnelle Zahl, grundsätzlich der Energieverbrauch ist, dass man bereits in der Produktion rund 50% der Gesamtenergie verbraucht, die das Gerät im gesamten Lebenszyklus verbrauchen wird. Weitere Zahl vielleicht, im Schnitt werden in etwa 1500 Liter Wasser für die Produktion eines ganz normalen PC-Systems im Monitor verbraucht. Man sagt, es sind ca. 140 Kilogramm fossile Brennstoffe dabei, ca. Eine Tonne, ja, je nach Produktionsbedingungen, ca. eine Tonne an CO2-Emissionen, die zustande kommen mit einem einzigen Gerät. Und jetzt muss man wissen, dass alle 7 Sekunden ein neues Gerät produziert wird. Sehr vielen Geräten, ich sage allein in Österreich, um vielleicht das mal zu bringen, werden aktuell in etwa 1,5 Millionen Geräte gekauft pro Jahr und auch, und das ist eine wichtige Dimension dahinter, auch ca. 1 Million Geräte wieder entsorgt. Es gibt die Produktionsphase, es gibt die Nutzungsphase und es gibt die Entsorgungsphase. Die Produktionsphase, wie vielleicht vorher schon kurz angeschnitten, hat einmal grundsätzlich die Problematik, dass sehr, sehr viele Stoffe, Ressourcen verbraucht werden. Diese Grundstoffe in der Regel aus Gebieten kommen, aus sehr vielen Gebieten des Südens, der südlichen Hemisphäre, wo eigentlich ein sehr unfairer Verteilungskampf herrscht, um das jetzt mal ein bisschen so auszudehnen. Das heißt, profitieren tun davon eigentlich nicht jene, die im Besitz wären dieser Stoffe, dieser Staaten, sondern eigentlich in erster Linie mal westlich orientierte Firmen. Gut, das ist eine Tatsache, da kann man lang diskutieren, warum das so ist. Es ist interessant dahingehend, dass man sagt, es wäre gar nicht notwendig, da eigentlich die meisten Stoffe bei uns liegen, und zwar in welcher Form? In der entsorgten Form. Also
bevor ihr aber so weit geht, bringe ich noch die Nutzungsphase dazu. Die zweite Phase der Nutzung ist bei uns davon geprägt, dass wir unsere Geräte sehr kurzlebig nur nutzen. Das hat eigentlich einerseits technische Gründe, das heißt, ja, wir gehen davon aus, dass nach einigen Jahren die neuesten Geräte so viel besser sind, dass es sinnvoll ist und notwendig ist, dass wir neue Geräte kaufen müssen. Da muss ich auch als EDV-Techniker sagen, als Erfahrener, dass das grundsätzlich blödsinnig ist. Warum? Weil die Geräte mittlerweile so hochentwickelt sind, dass wir die herkömmlichen Ansprüche, meistens reden wir jetzt von Office Internet für den Client-User, schon seit langem mehr als ausreichend bestehen. Und das große dritte Thema im Produktlebenszyklus ist die Entsorgungsphase. Da muss man eben sagen, wie gesagt, vielleicht nochmal als Zahl hereinzubringen, allein in Österreich werden jedes Jahr rund 1 Million Geräte entsorgt. Handys sind da nicht involviert, ganz wichtig, sondern wirklich, wir reden jetzt von Computern, Tablets, in erster Linie Client-Geräte. Und hier kommt eine ganz große Problematik, dass all die Ressourcen, die bei der Produktion aus der Erde geholt worden sind und in den Produktionszyklus geflossen sind, eigentlich nur sehr unzureichend in den Recycling-Vorgang eingespeist werden. Also wenn man in Österreich sehr vorbildhafte, europäisch gesehen sehr vorbildhafte 45% Sammelquote, allerdings ist 45% sehr wenig, das heißt, man kann sich ausrechnen, dass sehr viele Ressourcengeräte eigentlich nicht in den Recycling-Prozess kommen, das heißt, sie liegen eigentlich entweder noch zu Hause herum oder in den Betrieben herum, haben wir alles schon erfahren, beziehungsweise aus der Praxis, beziehungsweise sie werden eigentlich einfach auf die Halde geworfen. Und jetzt kommt der ganz spannende dritte Aspekt dahingehend, dass man sagt, es wäre nicht notwendig, diverse Missstände in der Produktion eigentlich zu haben oder Ressourcenkrisen, auf die man zusteuert, würden wir uns viel mehr um den Recyclingprozess kümmern. Da man eigentlich weiß, das ist wissenschaftlich schon lange erwiesen, dass es viel, viel effizienter wäre, sozusagen auf der Halde vor Ort zu schauen, die Sammelrate enorm zu erhöhen, da es eigentlich, was vielleicht muss man dazu sagen, es gibt diesen Begriff Urban Mining, der genau dahingehend geht, zu sagen, gehen wir doch mal auf die eigene Müllhalde oder vielleicht kommt es gar nicht so weit, sondern sammeln wir geordnet vorher und machen wir eine bewusste Recycling-Schiene. Man muss dazu sagen, dass eigentlich bei den meisten Stoffen, Ressourcen bis zu 100% Recyclingfähigkeit besteht. Das Einzige, was es braucht, und das ist ganz wichtig, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Einheiten, industrielle Einheiten, die diese Recyclingprozesse auch schaffen können. Aktuell gibt es in ganz Europa gerade einmal 3 Industriebetriebe, die fähig sind, im großen Stil IT-Schrott, Elektronikschrott zu recyceln. Das sollten eigentlich mehr sein und man muss dazu sagen, das rechnet sich aus, auf jeden Fall, weil das sehr wertvolle Stoffe sind. Und wertvoll in zweierlei Hinsicht. Einerseits spart man sich die Dinge eigentlich relativ teuer aus der Erde zu holen. Das sind begrenzte Ressourcen definitiv. Und zweitens hat es einen sehr großen ökologischen Nutzen, wenn man Stoffe wiederverwertet. Eine provokative Aussage. Okay, jetzt werde ich versuchen, die Studierenden zu provozieren. Es gibt so den Spruch, dass wenn in Stanford am Campus sich 2 Studenten über irgendwas angeregt unterhalten, dann gründen sie wahrscheinlich gerade eine Firma. Bei uns vermute ich, sie planen das nächste Festl. Und ich finde das schlecht. Ich finde auch, die Studenten bei uns sollten mehr Firmen gründen, mehr darüber nachdenken, ob sie ihre Ideen auch ja, selbst umsetzen und nicht bloß, sagen wir mal, am Ende des Studiums wird das immer so dargestellt, als ob es nur 2 Möglichkeiten gäbe, entweder ich arbeite bei irgendeiner Firma oder ich mache halt noch ein Doktorat und bleibe an der Uni und werde Wissenschaftler. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ich gründe eine Firma und werde stinkreich damit. In seinem Kultbuch Eine kurze Geschichte der Menschheit erklärt Yuval Noah Harari, wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. In Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien den Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen, schöpferische wie zerstörerische, und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben? Und das sind schon sehr tiefgreifende Veränderungen, die hier auf uns zusehen, vielleicht auch sehr schleichend. Und er führt das immer wieder näher aus mit Studien und Beweisen und bewusst wahrscheinlich auch sehr schwarzmalerisch, aber regt also doch sehr zum Denken an. Und ich möchte also quasi zusammenfassend
hier erwähnen, also ganz zum Schluss, schreibt er dann, wenn wir in Monaten denken, sollten wir unser Augenmerk vermutlich auf unmittelbare Probleme wie die Viren im Nahen Osten, die Flüchtlingskrise in Europa und die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft richten. Wenn wir in Jahrzehnten denken, spielt der Klimawandel, die wachsende Ungleichheit und der Zusammenbruch des Arbeitsmarkts eine zentrale Rolle. Wenn wir das Leben im Großen und Ganzen in den Blick nehmen, werden alle anderen Probleme und Entwicklungen von drei miteinander verknüpften Prozessen überschattet. Die Wissenschaft konvertiert zu einem allumfassenden Dogma, das behauptet, Organismen sein Algorithmen und Leben sei Datenverarbeitung. Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab und nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen können uns schon bald besser kennen als wir uns selbst.